Ja, natürlich. Natürlich habe ich Hemmungen gehabt. Das ist ja das erste Mal. Egal, was du zum ersten Mal machst, hast du immer Hemmungen. Und ja, das erste Mal habe ich wirklich gezittert. Ja, ich boxe aus Leidenschaft, weil es mir Spaß macht. Es ist ein schöner Sport, um fit zu bleiben. Ich habe mich in diesen Sport verliebt und ich denke, dass das auch ein guter Weg ist, einfach auch als Ausgleich und von den schlechten Dingen auch wegzubleiben, wenn man auch sieht. Boxen verbinde ich Leidenschaft, Kraft, Ausdauer. Ja, das ist einfach meine Passion. Ist toll, also es macht Spaß. Ich habe meistens, da ich nicht der Größte bin, boxe ich meistens gegen Größere. Also da muss man sich schon anstrengen, aber schon eine Herausforderung. Für mich ein körperlicher Ausgleich zur Arbeit, das ist ein körperlicher Ausgleich für mich, weil ich eigentlich als Schreiner arbeite, ich bin Schreinermeister und dabei habe ich einseitige Tätigkeiten und das Boxen ist für den ganzen Körper gut. Genau. Das andere ist für den Geist, der hält den Kopf auch ganz schön fit, man muss sehr bei der Sache sein, sonst hat man gleich eine im Gesicht. Das ist halt das Problem, du darfst nicht aggressiv werden, wenn du eine bekommst, du musst nicht in dir selber den Fehler sehen. Wenn du eine abbekommst, hast du nur einen Fehler gemacht und der andere verlierst. Ich war in einem Ferienlager und habe jemanden kennengelernt, einen erwachsenen Mann, einen Trainer, und der hat fürs Boxen geworben. Und letztendlich waren da ein paar nette Mädels und die wollte ich beeindrucken. Und deswegen habe ich mir überhaupt Handschuhe angezogen. Das war das erste Motiv, um überhaupt zu boxen. Dann ging es ganz schnell. In die Betriebssportgemeinschaft bin ich rein und habe dann zweimal die Woche trainiert. Hat mir sehr gut gefallen. Mit 9 habe ich angefangen, mit 10 hatte ich schon meinen ersten Wettkampf. Und so ging das dann bis ins hohe Alter. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht in die zweite Gruppe gehen, weil ich nicht im Ring stehen mag und mir dann irgendwie dann, dass man so richtig auf sich einhaut, sondern mir geht es hauptsächlich um das Training selber. Und ja, weil es halt einfach 1,5 Stunden wirklich total effektiv ist, weil alles beansprucht wird. Macht mir einfach irre Spaß, im Ring zu stehen, und von der Fitness ist es halt einfach eins der besten Trainings. Im Endeffekt haben mein Bruder und ich über meinen Vater früher mit Karate angefangen, dann habe ich in der Pubertät Kick- und Thai-Boxen gemacht und dann bin ich nach USA gegangen für 2 Jahre. Da habe ich zum Klassischboxen angefangen, in so einem ehemaligen Knast war das, im 5. Stock. Und mit lauter Mexikanern, und da habe ich eigentlich die Liebe zum Boxsport entwickelt und gefunden. Und das Faszinierende beim Boxen ist, dass das eigentlich wie ein Spiegel ist. Du merkst, wo deine Schwächen sind, kriegst es immer gleich wieder zurück, und du hast nicht 100.000 Techniken mit Beinen, mit Armen und so, sondern du hast eine Beinarbeit, die sehr entscheidend ist, auf der alles passiert. Und dann 3 Grundschläge, gerade lange Schläge, lange Distanz, Halbdistanz, Nahdistanz, Aufwärts- und Seitwärtshaken. Und dass du besser wirst, musst du einfach die Schläge alles wieder und wieder, die ganzen Bewegungsmuster immer wieder üben und machen. Und dadurch wird man auch besser und hat viele Erfolgserlebnisse. Und ja, entwickelt mit der Zeit eine sehr große Körperkontrolle und Beherrschung. Natürlich hast du Hemmungen, vor allem dir fehlt die Erfahrung.
Aber die Sache ist die, dass es im Ring einfach so ist, wenn du getroffen wirst und es schmerzt, dann ist das schon fast so wie ein Instinkt, dass du eigentlich nicht zurückschlägst. Also der eine oder andere hat mehr Hemmungen. Aber ich denke, das ist schon, das kommt einfach ganz spontan, da überlegt man gar nicht lange da. Das ist einfach so fast wie ein Reflex. Weil ich Bock drauf habe. Nee, es macht Spaß, es ist ein super Training und ist gesund. Das war mein erster Amateurkampf, war ich sehr aufgeregt. Hatte auch eine positive Angst in mir, was wiederum sehr gut ist. Und habe den Kampf auch vorzeitig beenden können. Also mein erstes Sparring war eher so, dass er mir eine reingehauen hat, weil ich, ja, das war noch ganz am Anfang, nach ein paar Monaten, mir war halt viel besser, aber es war trotzdem irgendwie, das Gefühl war gut und es geht auch gar nicht darum, irgendwie für mich irgendwie einen K.O. zu schlagen, sondern einfach irgendwie diese Körperbeherrschung. Oder ich habe mit 12 Kampfsport angefangen und habe viele Kämpfe gehabt im Kickbox-Bereich. Dann hatte ich mit 18 den ersten Kampfsportverein entdeckt im Boxen und habe Sparring gemacht und habe ich gemerkt, hoppala, ich habe das Gefühl, als ob ich gar nichts kann. Aufs Boxwerk bin ich damals über einen Freund gekommen, der den Nick sehr gut kannte. Ja, und mit ihm bin ich da, habe ich hier mal erstmal ein Training gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und finde auch im Nachhinein, dass es auch das beste Gym in München ist. Also ich denke, erstmal ist der Manager oder der Eigentümer des Boxwerks, das ist schon mal ein toller Mensch, sehr sympathisch, auch sehr ehrlich und hat auch das gewisse Feeling, mit Menschen umzugehen. Und das widerspiegelt sich natürlich auch in den Leuten, die hier trainieren. Es hat manchmal so den Eindruck, in so manchem Laden, da geht es nur darum, so Saft ablassen und mal reinhauen. Und oft ist auch das Konkurrenzdenken ziemlich groß. Ein bisschen Konkurrenzdenken ist ja recht gut, aber das darf nicht so ausarten, dass jeder nur versucht, den anderen zu stören, in Anführungsstrichen. Das Besondere am Boxwerk ist einfach, dass man in einer guten Atmosphäre, in einem geschützten Rahmen einfach die Sportart lernen kann, egal ob man ein Anfänger ist oder ein Fortgeschrittener, ein Profiboxer, wir haben 5-6 Profiboxer, die hier trainieren, oder eine kleine Amateurboxmannschaft, eine Staffel, Faustzweikampfe vorne im Verein angegliedert. Und es ist einfach ein super Miteinander. Einfach von der Atmosphäre, von der Grundstimmung, keine Straßenschläger oder Schwörer, einfach gute Leute. Ich kenne es von anderen Freundinnen von mir, die sagen dann, die gehen irgendwo in die Boxstunden, das sind halt nur die Männer und die Frauen werden so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen belächelt, aber nicht wirklich ernst genommen. Und das ist halt, hier sind auch immer Frauen mit dabei und zwar immer noch die Minderzahl, aber es ist so, dass man einfach, man fühlt sich in der Gruppe dazu. Es ist gut ausgestattet, ich habe schon andere Hallen gesehen, aber richtig schlecht im Gegensatz zum Boxwerk. Und das Trainer. Leute nett sind. Ja. Die Mitglieder sind echt ganz, ganz toll. Wir haben nicht das typische Boxermilieu hier irgendwie, wo jeder denken würde, wir haben hier irgendwie welche Schläger oder so, weil das müssen viele Leute denken, das vom Boxsport. Wir haben unheimlich viele Leute, die auch Manager sind oder Bankleute oder irgendwo im ganz guten Anwälte, die einfach Boxsport betreiben wollen, wegen der körperlichen Fitness in erster Linie. Und einfach, weil es sehr, sehr viel Spaß macht, auch viele Visionen groß zu werden. Man fühlt sich dann auch sehr gut. Und unser Klientel ist wirklich ganz, ganz top. Und nette Leute haben wir hier. Und es macht riesen Spaß, auf ihr Training zu gehen. Hier finde ich es gut, dass die Trainer top sind. Jeder ist auf einer anderen Art gut. Und hier geht es
richtig hart zur Sache. Es sind keine komischen Leute da, es sind nette Leute da, Boxpartner, und das gefällt mir am meisten. Es ist klein, es schaut aus wie New York, die Gyms, und nicht so steril. Oh,